Hallöchen, ihr lieben Häschen. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Thief the Black Parade. Das ist hier quasi eine Last-Minute-Aufnahme. Wenn man so will. Heute ist Sonntag, der 28. Juli. Mein PC ist wieder aufgebaut. Linux läuft wieder. Windows läuft wieder. Alles ist wieder weitgehend da, wo es hingehört. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Und heute läuft die letzte Folge, die ich zuletzt aufgenommen habe. Und ja, wie ihr sehen könnt, wir haben in der letzten Folge das Death Dominion abgeschlossen, wo wir aus heiterem Himmel und ohne, dass ich damit in irgendeiner Art und Weise gerechnet habe, in einer Spielhalle rauskamen. Wo ich dachte, dass mit den Zombies, den Geistern, Skeletten und was da unten noch alles kreucht und fleucht, geht noch eine ganze Tour weiter, gerade als das mit den Schlangen anfing. Gut. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir gucken uns mal an, wie es hier weitergeht. Things could be worse. Getting Aldraea's demise was a challenge in itself, but it paid off, as Dewall seemed to be extremely satisfied. No rest for thievery, though, as he soon gave me another job. One of Dewall's musings is a harp inlaid with priceless amethysts, which belong to the Howtrees, one of the oldest families in the city. He's been trying to get it for years, but none of the sneaks he hired to do the job came back, and some flat out refused to do it. And, well, I can't blame them. The Howtree family used to own a vast manor in the old quarter, but it was promptly abandoned during the incident, and now lies beyond the barricades, those huge ramparts the authorities at that time built to contain the dead. The old quarter is a lively place, but few dare go near the barricades, and the immediate area beyond is almost completely abandoned, save for the odd rogue in hiding or a walking corpse or two. Finding a way past the ramparts is my first task, and once inside the sealed section, I'll have to make my way to the Howtree Manor. I have a map of the ward, but it's old and the barricades weren't built back then. I also have a map of the manor, but like the map of the ward, it may not accurately represent how the place looks like today. Let's hope I can find my way around, and as usual, come as prepared as I can. Deswegen wurden wir also am Ende der letzten Folge mit einer Spielhalle belohnt, weil Zombie-Späße hier weitergehen. Find a way past the barricades and get into the sealed section. Also finde einen Weg durch die Barrikaden und finde ein und komme in den versiegelten Bereich. Break into Howtree's Manor and steal the harp inland with amethysts. Brich in das Howtree-Anwesen ein und stiehl die Harfe oder inlaid, die mit Amethysten verziert ist, mit eingearbeiteten Amethysten. The night is young and your pockets are empty. Don't leave without at least 500 worth of valuables. Valuables. Stiehl wenigstens 500 Loot. Get out of Howtree Manor and back to where you started when you're done. Verlassen Sie das Howtree-Anwesen und kehren Sie dorthin zurück, wo Sie angefangen haben, wenn Sie fertig sind. So. Davon nehme ich ein bisschen was. Davon nehme ich ein bisschen was. Warum ist die Scheiße so teuer? Ja, Hot Tip. Ich werde sowieso zusehen, wie weitreichend ich mich da umgucken werde, wenn überall Zombies und wahrscheinlich wieder irgendwelche Viecher rumlaufen.
Wird lustig. So. I bet this must be quite a pretty sight on some nights. But tonight isn't one of those nights. Also, kehre dorthin zurück, wo du angefangen hast. Da sehe ich mich jetzt schon scheitern dran. Eine Sache macht mich gerade neugierig. Das ist ja eine Lache. Eine Lache wie Klospülung. Just a quick note to let you know, I sent Grumble to silence that cabin boy. Your secret is safe. I'm also taking the opportunity to tell you that contacting Farron Pyle, a top man on the Maiden's Avarice, might be interesting. That chap had a vision, very much like yours, while sailing on the northern seas. He insists the wine stopped dead for a minute. On that, a sinister dark mass appeared under the water and gazed at him before everything returned to normal. The crew denies the event, but an uneasiness can be felt every time someone talks about it. I think there's an omerta, and that this Farron bloke is the only one who isn't afraid to talk about it. You can contact him at the Grinning Boar Inn and Fitchwick's Hollow, if you wish. As. Okay, irgendeine Vision, dass irgendwas unter Wasser ist und Grondbelt sollte da den Zimmerjungen, also den, wie nennt man das, Matrosen, ruhig stellen. Dass er da nicht drüber plappert und keine Ahnung. Und ja, die Crew, ach, was weiß ich. Ich hoffe, ihr könnt gut genug Englisch, um den Scheiß zu übersetzen. Ich kann es scheinbar nicht. Auf alle Fälle war was irgendwas mit Seeleuten und die haben irgendwas unter Wasser gesehen. Und keiner spricht quasi. Gott, jetzt habe ich mich vor der Übungspuppe erschrocken. Wisst ihr das eigentlich? Ist ein guter Anfang in Richtung 500. Hallo. Officer Knirschbirne, komm doch mal vorbei. Ich würde dir gerne eins überziehen. Psst, diese Lache. Ich hoffe, ich kann den Lachen dann auch noch ruhig stellen, wenn das nicht nur ein Soundeffekt ist. Mehr davon versprochen. Okay, ja. Immerhin hat er Würstchen hier oben. Wie er hier wieder runterkommen soll, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Also ich weiß, wie ich hier runterkomme, aber... Will ich das? Sorry, die erste halbe Stunde wird jetzt nur daran, zugrunde gehen, dass ich hier wieder Exploiting Game mache. So. Das hätte ich auch so haben können. Ich hätte hier einfach das Fenster stellen können. Egal. So, ich möchte fast wetten, dass ich nicht über die Ketten klettern kann. Wäre zwar lustig, aber ich glaube, das geht nicht. Dafür geht was anderes, würde ich behaupten. Nämlich das.
Das war Licht aus. Aha. Bevor ich durch die Tür gehe. Ein bisschen umgucken hier. Guck mal, hier gibt es eine Blitzbombe. Das ist schön. Okay, was immer da oben ist, ich kann es nicht öffnen. Wäre jetzt lustig gewesen, wenn ich jetzt die Tür aufgemacht hätte und dann wäre mir entweder Kloakenwasser oder eine Spinne entgegen. Jetzt hingeraten. No, it can't be. I can't wait to visit Mirrenval. I can already smell the grapes ripening in the sun. Haha. I need to take a good hot bath to wash the crime off my delicate, perfect skin. This is the last time I attend one of your banquets, Johann. This was the worst food I ate in ages. Das ist eine Heidenhütte, oder was? But I got those delicious foodstuffs from Born, and the wine from Salania. Your cook is responsible for such a mess. Your food was overcooked and inedible. Well, yes, you're right, of course, verily. I'll have him beaten by my guard. Hat sie gerade and das böse C-Wort gesagt? To injury, the company was awful, and the minstrel kept looking at my bosom. Truly unacceptable. I'll have him flogged and fed to the hounds. I am furious, Johann. Furious! Fury. I was also very disappointed in the servants. Your servant spilled some wine on the floor and it splashed on my clothes. Oh. Look! My garments are ruined! Such dishonor to my noble name and to your graceful person. I'll have my servant sent to the pillory. Your captain of the guard was also very rude to me and did not properly address my fine person of exceptional status. Such horror. I'll have him cut out his own tongue. Gut, ihr könnt den Stock jetzt ja aus eurem Arsch rausholen. But it was dreadful, Johann. Utterly dreadful. You should be ashamed. But I am, dear. I am. I'll have my soon-to-be mute captain of the guard throw me out of a window for having disgraced you. This is the least you can do. Let's hope the cook has something better in store today than yesterday. Seid ihr jetzt fertig? I can't wait to visit Mirrenval. I can already smell the grapes ripening in the sun. I wonder which one of them is behind that latest machination. No, it can't be. Das wird mir später bei den Untoten sowieso wenig nützen. Let's go. Ah! Filthy brigand! Guards! Guards! Oh. Bist du wieder für eine Hexe? Trägt einen Spitzhut wie die Feen bei Dornröschen. In einer Disney-Verfilmung. Ach ja, die guten alten Straßen der Diebe. Okay, das ist mir ein bisschen zu heiß, um da jetzt ohne vorher zu speichern irgendwas zu machen. Erstmal mache ich den hier. Draufbleiben sollte er schon. Okay, da drüben ist eine Wache. Soll ich mich vielleicht zuerst drum kümmern? Lacht er überhaupt die ganze Zeit? Was ist so lustig? Da ist ein Fenster offen. Sollte vielleicht das eher mein Weg rüber sein, oder? Sieht ja toll aus.
think being a lepidopterist in the city would be a hard task. But with all this, that smoke coming from the factories and the grime on the walls and windows, finding new interesting butterflies sound like a daunting task in such an environment. But the truth is, I've encountered many extraordinary specimens over the years. One such specimen was a very peculiar butterfly I came across during a feast in Midden Chapel a few years back. More precisely, at Lord Bradgman's party for the summer solstice soiree. I was half drunk in the back garden with a few other attendants when it appeared to me, a very imperial looking butterfly with very large, thin, soft wings. The color on them were very uniform, vivid and almost glistening. I don't think I had ever seen one this big and majestic before. It was simply awestruck by its beauty. It stayed there for quite a while, fluttering about, showing off its glamorous appearance, as if it were trying to seduce us, old bitter poets and lovers of the aesthetic. It certainly worked in my case, but it sadly flew away when Lord Rutherford decided to have a little accident and almost broke his jaw. And to this day, I have never been able to track such a species down again. My last encounter with a specimen of interest dates back from a few months ago, just as I was meeting the eccentric lady Ladivia at her family home in North Quarter. While she has good conversations, she is, alas, quite the pitiful writer, and I had to endure her dreadful prose for what I believe was an eternity. She probably grew as bored as me now that I think about it. As after a while, she drank some wine and decided to talk about her her various trips to Boone, which is a city I'd certainly love to visit. It was then that it flew in a particularly odd but fabulous specimen of the sort I've never seen before. You see, dear reader, most Lepidoptera have very smooth, thin, and symmetrical wings, but this one had slightly asymmetrical, short, thick, and rather bumpy ones. As a comparison of the specimen above, the wings on this one were more complex in terms of colors with darker shades on the outside. Lady Ludivia was particularly interested when I said my old self was a very avid pursuer of beauty, and that I considered Lepidoptera to be creatures that no deity would have ever dreamt of siren. Okay. Dieser Mensch liebt Schmetterlinge. Und ja, hat in seinem Leben diverse Schmetterlinge getroffen. Gute wie schlechte. Und er kann sich nur lebhaft an zwei große Begegnungen erinnern in letzter Zeit. Eine bei einem Fest von einem Lord, wo ihm so ein wunderschönes Viech mit dünnen, großen Flügeln entgegenkam. Das Viech entschloss sich aber wegzufliegen, als der Lord einen Unfall hatte. Das ist auch eine wunderschöne Deko mal wieder. Und das zweite Tierchen kam ihm dann, als er bei einer Lady war, die sehr exzentrisch war, und da kam dann ein Schmetterling mit sehr kleinen, kurzen und dicken Flügeln. Geil, hier werden sie geholfen. Ich weiß nicht, warum ich das Brot jetzt gegessen habe. Ich mag Brot. Zum Geier bin ich.
Es sieht verfallen und verlassen aus, aber irgendwie auch wieder nicht. Bin ich hinter den Barrikaden? Hier bin ich gestartet, dann bin ich hier durch. Dann bin ich hier rüber. Ich bin hier hinten irgendwo. Also, so rein vom Orientierungssinn her, würde ich sagen, ich bin hier irgendwo. Also von Hawtree Manor bin ich weit weg eigentlich. Eigentlich. Wenn mein Orientierungssinn mich nicht komplett im Stich lässt. Hier liegen Skelettbeine. Fette Bombe. Na klar doch. Ey, ich jag einfach nachher das ganze Anwesen hoch. Feuerpfeil kriege ich ja noch. Das ist ja... Also... Habe ich heute im Lotto gewonnen oder was ist los? Ich meine, ich kann nicht im Lotto gewonnen haben. Ich spiele ein Zombie-Level. Ich kann Zombie-Level spielen. Wisst ihr, was mich hier dran stört? Das da ist eine Druckplatte. Da kommt ein fetter Brocken gleich runter. Da oben hat mich gerade erschreckt. Ich dachte, da bewegt sich sonst noch was. Heiltränke noch und nöcher hier. Disruption Bomb. Obwohl ich hier bisher nur beschenkt werde, fühle ich mich hier irgendwie nicht wohl. Wisst ihr, es gibt da so die Art von Geschenken, denen man eher misstrauisch gegenübersteht. Okay. Ein paar Weintrauben. Nice. Wasserpfeil. Rauchbombe. Locus. Selfmade natürlich. Gasse? Ich könnte hier sein. Tatsächlich. Könnte natürlich auch ganz woanders sein, aber das hier ist halt jetzt so ein geschlossenes Gelände, ne? Und da führt eine kleine enge Gasse irgendwo hinweg. Irgendjemand amüsiert sich hier immer noch. Let it be known that the Honorable T. Blackwind, Alderman of Gloomside Ward, is looking for a competence
man and woman alike, able in mathematics, algebra, and all means of numerical sciences. Excellent salaries and lodgings are to be expected. If interested, inquire in person or by messenger at this at his mansion, Dancing Plague Street. Printed by Cornelius Adderton, Duskmoor District. Okay. Jemand von euch gut in Mathe? Da sucht jemand einen Job. Oder Mitarbeiter. Wird gut bezahlt, habe ich gehört. Dancing Plague Street. Habe ich hier auf der Karte drauf? Ich denke, das ist nicht. Das ist nur. Keine Ahnung. Trau mich nicht rauszugehen. Ich probier's mal aus. Guten Abend, der Herr. Okay, er mag es nicht, wenn ich ihm zu nahe komme, aber ansonsten stört er sich an mir nicht. Noch nicht. Was kommt hier? Besoffener. Okay, ja, okay, Zeitung. War da sonst noch was bei sich? Ich glaube, das sind ja Katzenflecken. Verzeihung, erbrochenes. Macht es irgendwie auch nicht besser. Man weiß, was gemeint ist. Hat er einen Koppel. Das dürfte erbrochenes sein. Ich hab gesehen, es geht hier hoch, also will ich mal gucken, was es hier oben gibt. Okay. Warum kann ich eine Topfpflanze mitnehmen? Silly Stories for Good Children, aha. Okay, ist nicht so lang. Obwohl, wir sind bei 27 Minuten. Wer schnell genug war, hat vielleicht pausiert. Also die Story selbst durchlesen. So, sonst ist hier aber nichts. Ich kann auch einen Kronleuchter haben. Einen Kerzenhalter. Kronleuchter ist es ja nicht. Ausgestopfter Barrick-Schädel an der Wand. Ich lieb's. Stecken dem zwei Karotten in der Nase? Was ist los mit euch? Ah, ich brauch keine Deckenrolle. Nee, ich nehme keine Karotten, die schon mal in irgendjemandes Nase gesteckt haben. Schon gar nicht von so einem stinkigen, rülpsenden Dinosaurier. Ich bin keine Expertin, aber ich glaube, jetzt sind wir im zerfallenen Teil der Stadt. Sicherheitshalber nochmal, weil ich weiß, wie gut ich darin bin, nach irgendwelchen Seilen zu greifen. Also
Also der Typ da ist definitiv tot. Der ist ausgeblutet. Zombies! Steh bloß nicht wieder auf, ja. Ganz ruhig. Objective complete. Du bist hässlich. Oh, das ist mal ein Heiltrank. Sehr schön. Du kommst hier sowieso nicht durch. Kannst du vergessen. Aber gut, ich würde sagen, wir sind fürs Erste am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Ich würde mich über nette Kommentare und Däumchen nach oben freuen. Und ich würde mich ebenso freuen, wenn ihr in der nächsten Folge von Let's Play Thief The Black Parade wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bleibt schön fluffig. Bis dann.